Hallihallo, herzlich willkommen zu Next Gen Games. Mein Name ist Andi und ja, ihr habt ja vermutlich mitbekommen, ich habe mich hingesetzt und habe mal ein neues Template, Vorlagentemplate zum Repainten für den NL 202 erstellt. Mir war ein wenig langweilig. Das Ganze schaut so aus. Wir haben zum einen unten im rechten Bereich erstmal eine kleine Anleitung, die ich euch geschrieben habe. Da könnt ihr nochmal nachlesen in Ruhe, wie alles funktioniert. Dann habe ich komplett die ganzen vorhandenen Bereiche überarbeitet. Was ich mir erspart habe, waren hier die, ja, die Radkästen. Die kann man aber, denke ich, auch mal, wenn man repaintet, dementsprechend noch anpassen. Wir haben allerdings definitiv jetzt im Gegensatz zum alten Template, wer das kennt, wird sicherlich die Unterschiede sehen. Wir haben zum Beispiel hier vorne den Scheibenbereich komplett drin. Wir haben auch die Scheiben komplett drin. Also es ist auch, wenn ihr den Boost dann ladet, seht ihr auch, wir haben an den Scheibenrändern entlang so kleine Schatten. Was auch einfach schöner letztlich am Modell aussieht. Das gleiche gilt hier hinten auch für die hintere Scheibe. Da haben wir dann auch die schwarzen Ränder, die einfach gefehlt hatten, wo irgendwelche komischen Kreuzteile am Rand der Meshes entstanden sind. Die sind jetzt durch diesen schwarzen Rahmen einfach nicht mehr ganz so offensichtlich zu sehen. Ja, was haben die roten Flächen zu bedeuten? Das zeige ich euch gleich auch noch. Wir machen gleich mal ein kleines Beispiel auf die Schnelle. Die roten Bereiche dienen einfach in OMSI dann zum Schatten darstellen, also als Schattierungseffekte. Wir gehen jetzt erstmal folgendermaßen vor. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich habe jetzt hier diesen Blauton gewählt, diesen Standard. Wir können auch hier den Rotton nehmen. Ist vielleicht etwas einfacher. So. Nee, ist schlecht, weil wir ja die roten Flächen haben. Wir nehmen mal gelb. Nehmen wir gelb. So, ihr seht ja jetzt hier oben haben wir einmal hier Painten. Das ist im Prinzip dieser Bereich komplett hinter der Endvorlage, die im Vordergrund steht. Also wenn ich jetzt sage hier Painten, dann paintet er sämtliche Bereiche außer dieser Endvorlage, die ich hier wegklicken kann. Dann habe ich wirklich nur ein leeres Blatt in der Farbe, in der ich painte. Endvorlage bedeutet einfach, das sind die Bereiche am Bus. Die Fensterbereiche zum Beispiel brauchen wir ja beim NL202 nicht, um euch einfach zu zeigen, wo müsst ihr painten und wo nicht. Das war ja beim alten Template so ein bisschen ein Problem. Und die Endvorlage bedeutet einfach Folgendes. Wir haben ja jetzt hier diese roten Bereiche. So, jetzt wollen wir da eine Schattierung reinbekommen. Damit das dann etwas abhebt, wenn ich den Bus dann in OMSI betrachte. Das kann man zum Beispiel schön jetzt hier hinten zeigen. Wenn ich diesen roten Bereich jetzt schattieren will in Gelb, nehme ich den Standard-Gelbton, den ich ja schon gewählt habe. Gehe hier, ich bin übrigens in Paint.net, wird aber, denke ich mal, bei Photoshop etc. ähnlich sein. Und wähle diesen Bereich, wo ich die Farbe abdunkle. Und sage da meinetwegen minus 10 Punkte. Dann seht ihr ja, hier neben wird das Gelb etwas dunkler. Und wenn ich dann auf diesen roten Bereich klicke, in der Endvorlage, also nicht im Originalen, geht ja nicht, ist klar, sondern in der Endvorlage, dann wird dieser rote Bereich wird gelb, allerdings dunkler. Wenn ich das Ganze jetzt mit sämtlichen roten Bereichen mache, dann habe ich letztlich, ups, dann habe ich letztlich die ganzen Schattierungen, die ich brauche, die dann auch in OMSI dementsprechend dargestellt werden. Das kann man natürlich anpassen, wie man es gerne möchte. Man kann es dunkler machen, man kann es heller lassen und so weiter und so fort. Also ich denke mal, man sieht ganz gut, was ich meine. Dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn wir sagen wollen, wir wollen diese Fläche hier blau machen. Ich habe jetzt den Wheel oder den Radkasten hier angedeutet. Ich habe ihn nicht eingezeichnet. Da gehe ich einfach her. Das ist zu weit oben. Das ist zu weit unten. Nochmal etwas näher ran.
Nehme genau hier diese waagerechte. So. Markiere mir die. Gehe auf hier Painten. Kann jetzt entweder sagen, ich markiere mir diesen ganzen Bereich, den ich meinetwegen blau haben möchte. Nehme blau meinetwegen und painte das. Oder painte mir spezielle Bereiche in diesem Bereich wiederum. Das gilt jetzt übrigens auch wieder für den Blauton. Also ich kann jetzt hier sagen, ich schiebe jetzt einfach den Hebel mal manuell auf 90. Gehe wieder auf die Endvorlage und klicke hier diesen roten Bereich an und mache mir wieder eine Schattierung rein. Man kann jetzt im Prinzip jeden einzelnen Bereich schön dadurch abgrenzen. Dasselbe ist hier unten übrigens. Also ihr müsstet hier dann im Prinzip, die Front ist das untere und das obere ist alles Dachbereich. Also hier kann man dann auch wunderbar das Dach markieren. Ich mache das jetzt nur mal auf einen gewissen Bereich bezogen. So. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, ihr könnt sagen, den Bereich will ich rot machen. Oder rosa in dem Fall. So. Dann macht ihr wieder das Ganze auf etwas dunkler. 89 ist jetzt nicht schlimm. Markiert euch hier diese ganzen Env-Bereiche, die ich ja wieder erst angeklickt habe. Und in diesem Schema könnt ihr praktisch das ganze Repaint gestalten, was meiner Meinung nach auch einfach etwas schneller geht. Könnt euch das dann später abspeichern. Macht am besten hier das obere weg, weil das ja nur die Infobox hier unten eigentlich ist. Und lasst das dann zusammenfügen. Ihr könnt sie aber auch, glaube ich, da lassen. In dem Bereich dürfte eigentlich nichts passieren. Zumindest ist mir nichts aufgefallen. Wenn ihr sicher gehen wollt, schaltet es einfach ab. Ja, was wäre noch zu sagen? Ich würde euch empfehlen für die Endvorlage. Normalerweise sollte es auch nichts machen, weil hier eh das Rad sitzt. Aber ihr könnt durchaus auch auf der Endvorlage zum Schluss, bevor ihr speichert, diese Bereiche mit Rad, Wheel und so weiter. Die könnt ihr auch rauslöschen, dass die nicht weiter sichtbar sind und stören. Die sollen euch, wie gesagt, einfach nur dazu dienen, damit ihr wisst, wo muss ich hier genau ansetzen, damit ich das exakt auf die Höhe und Breite hinbekomme. Ich hoffe mal, euch bringt dieser Template oder dieses Template etwas. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe da auch einige Stunden dran gesessen, bis ich das so hatte, wie ich es wollte. Schaut es euch einfach mal an, paintet euch mal was, guckt es euch mal in OMSI an. Wir haben zum Beispiel auch hier unten beim Logo, habe ich mich hingesetzt und habe mal ein bisschen Besseres reingebracht. Sieht ein bisschen schöner aus als das alte oder auch hier diese Aufkleberchen. Die sind im Prinzip auch komplett neu eingearbeitet. Und auch hier oben, das ist komplett angepasst. So, das ist jetzt praktisch mit dem Rest ganz gut harmonieren sollte. Ja, beim nächsten Mal, denke ich mal, sehen wir uns wieder zu einem Let's Play oder Let's Show, keine Ahnung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Repainten. Das beruht übrigens auch diese Vorlage auf das spätere Solaris Template, also so ähnlich wird das aufgebaut sein, noch etwas einfacher von der Bereichsaufteilung her. Aber ihr könnt euch so schon mal vorstellen, wie das dann später beim Solaris aussehen wird. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Zum nächsten Mal, euer Andi von NextGen Games. Macht's gut.